Der Wintervorrat. Gut im Strumpf ist Katz Ratzfatz auf ihrem Morgentürli auf dem Hof Arfenhübili. Fröhlich pfeift sie ein Liedli und sucht sich ein gebiges Stüdli zum Gebrünzeln. Gerade wo sie fertig gebiselt hat, hört sie eine Aufregung aus dem Hühnerhaus. Gang weg, du frecher Hagu! Lass uns ein Futter, aber sofort! Bei so einem Lärm kommt wirklich der Hinterste und Letzte aus der Haustür. Ein Futterdieb auf dem Arfenhübeli. Aber eigentlich kann sich gar niemand wirklich vorstellen, wer sich in den Gluckern Gloria weg ans Futterste beizen. Da auf dem Hof kennt man sich doch so gut. Und die meisten anderen Tierli sind entweder am Winterschlaf oder in Süden gezogen. Aber wer briegt denn da so märterlich? Auf der Tanne neben der Bühneseinfahrt hockt das Eikerli und grännt zu lauter Wasser. Ich wollte doch niemandem etwas zu leid werden. Und das hat ganz vergessen, wo das er seine Wintervorräte versteckt hege auslets. Und der Herbst sei doch so sonnig gsi. Da hei ich's viel lieber noch ein bisschen auf den Bäumen rumgeklettert, statt sich einen guten Wintervorrat anzulegen. Katz Ratzfatz überlegt nicht lange. Dem Eikerli muss man helfen. Ja, was für Futter hättest du gern? Ja, also, so für im Winter wären halt Nüssli und Tannenzapfen schon noch gebig. Meint das Eikerli, was aufzählt, was es alles am liebsten hat. Ja, jetzt wird es natürlich schwierig. Der Hans Heinrich, der Berner Sennenhund, gub ja schon seine alten Knochen. Und Geis Gerharda, die ist halt wie immer ein bisschen gitzig. Der Kleus, der Schweizer Schreckhüngel, hat schon schon nicht viel Führungs. Und ehrlich gesagt, ist das natürlich auch nicht gerade Zeug, das Katz Ratzfatz in ihrem Futtergeschirrli hat. Aber da kommt ihr eine Idee. Neben dem Lebkuchengewürz hat sie doch letzte Woche auch noch einen Haufen Nüsse gesehen im Schrank der Büri. Weil sie gleich gutzeln, hat die Büri einen Haufen Sachen müssen krämeln. Das wird dem wohl auch noch länger für so ein armes Eikerli. Säuberli düsselt Katz Ratzfatz in die Küche. Ach, sie ist doch auch ein lieber Jolly, unsere Katz Ratzfatz. Sogar einen Krach würde sie riskieren mit der Büri, dass das kleine Eikerli diesen Winter vorkommt. Aber auf ihre Freunde im Arfenhübeli kann sie sich verlassen. Alle haben die Augen und Ohren offen, dass sie ja niemand verwünscht. Hey, wie hat das Eikerli gestaunet, wo Katz Ratzfatz mit einem Haufen Fressalien fürs Umkommen ist? So, aber jetzt schaust du zu diesem Zeug, meint Katz Ratzfatz. Jedes von den Arfenhübeli-Tieren versteckt ein Portionchen. So hat das Eikerli den ganzen Winter etwas davon. Und zusammen erfinden sie ein Versli, so dass es sicher nicht mehr vergisst, wo es seine Vorräte versteckt hat. Nüssli suchen ist keine Sache. Schau drauf auf unserem Dach und bei den Reckholdern hinten wirst du sicher auch noch etwas finden. Gehst im Stältig an Käubli streicheln, findest sicher noch einen Haufen Eicheln. Im Tarli hat es nicht nur Herdöpfel drinnen, auch an die Tannenzäpfen kannst du dich besinnen.
und magst den Rest nicht unter dem Stegenloch führen zu tragen, kannst du immer noch uns fragen. Das Versli wird hinten noch Opsi und Nitzi geübt. Nüssli suchen ist keine Sache. Schau ich drauf auf unserem Dach. Und bei den Rackholdern hinten wirst sicher auch etwas finden. Gehst im Stelti noch die Kälbli streicheln, findest sicher noch einen Haufen Eicheln. Im Darli hat es nicht nur Herköpfe drinnen. Auch noch Tanzäpfe kannst du nicht sinnen. Und magst den Rest nicht unter dem Stegenloch führen zu tragen, kannst du immer noch uns fragen. Und dass es dieses Jahr erst keine Nüsse in den Guetzli hat, findet eigentlich gar niemand so schlimm.